Hallo ihr Lieben, hier wieder bei Anjas Gartenreich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr Lieben, heute gibt es mal ein ganz, ganz kurzes Update aus meinem Garten, was ich jetzt gerade so mache. Und es soll hauptsächlich um den Weißanstrich gehen, den ich jetzt auf allen meinen jungen Obstbäumen aufgebracht habe. Warum, wieso, weshalb, das erzähle ich euch in diesem Video. Und ich zeige euch auch noch so ein paar andere kleine Arbeiten, die ich jetzt gerade so mache. Wer den Garten-YouTuber-Adventskalender verpasst hat, der ist gestern online gegangen. Den verlinke ich euch hier oben nochmal. Schaut da auch gerne nochmal rein. Und ja, jetzt viel Spaß bei dem Video. Tja, ihr Lieben, ich habe schon lange überlegt, wie ich meine Bäume besonders gut schützen kann, vor allen Dingen im Winter. Ich möchte mich natürlich gerne optimal um jedes Lebewesen in meinem Garten kümmern. Dazu gehören natürlich gerade auch die Bäume. Ich liebe meine Bäume und ich habe eben gemerkt, dass zum Beispiel letztes Jahr einige Bäume leichte Frostschäden hatten oder teilweise war dann auch ein Pilzbefall mit im Spiel. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich muss jetzt wirklich mal handeln und möchte meine Bäume im Winter besser schützen. Und das kann ich halt sehr gut mit diesem Kalkanstrich. Ja, warum dieser Kalkanstrich? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ich weiß, der Florian hatte, glaube ich, auch mal ein Video dazu gemacht. Er hatte auch eine tolle Sache gemacht. Er hat die Bäume geschützt mit einer Mischung aus Kuhmist und Lehm. Das Video kann ich euch auch gerne mal hier oben verlinken. Das fand ich auch sehr interessant. Ja, als Rindenschutz fand ich auch sehr gut, aber weil wir eben gerade in diesem Jahr auch so viel mit Pilzen zu tun hatten und ich habe an meiner Maulbeere schon so leichte Stellen gesehen, die mir aussahen wie Pilzbefall. Und deswegen habe ich mich jetzt für diesen Kalkanstrich entschieden, denn auf dem Kalk können Pilze eigentlich nicht leben. Das heißt, der Kalk ist basisch und Pilze brauchen meistens ein eher saures Milieu. Und deswegen habe ich mir gedacht, probiere ich das einfach mal mit dem Kalkanstrich aus. Das wurde auch früher schon häufig gemacht. Das hat man, irgendwie ist das in Vergessenheit geraten mit diesem Anstrich. Hauptsächlich geht es darum, den Baum im Winter vor Frostschäden zu schützen, denn die Rinde ist ja dunkel und über den Tag, wenn es zum Beispiel wie heute so ein schöner sonniger Tag ist, dann kann sich die Rinde oder der Baum eben schon erwärmen, aufheizen sozusagen mit der Sonne. Und wenn dann die Temperatur wieder schnell fällt, in der Nacht dann und es wird richtig, richtig kalt, dann kommt es zu Spannungen durch die Temperaturunterschiede im Baum und dann können eben Risse entstehen. Und das will man natürlich vermeiden, denn dort kommt der Frost natürlich leichter rein und der Baum wird eher verletzt, erschwächelt und es können daraus eben dann viele verschiedene Krankheiten noch resultieren, denn diese Risse sind natürlich dann ideale Eintrittspforten für Pilze, Bakterien und allerlei. Ja, und deswegen habe ich jetzt in diesem Jahr eben beschlossen, meine Bäume mit diesem Weißanstrich zu weißen. Ebenfalls dazu gibt es noch ein schönes Video von der Baum- und Rebschule Schreiber, das verlinke ich euch hier auch noch, denn der Dominik, der kann das einfach viel besser erklären als ich, er ist vom Fach. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ich meine Bäume so ein bisschen geweißt habe und wünsche euch jetzt einfach viel Spaß dabei. Ja, für diejenigen, die meinen Kanal schon länger verfolgen, ihr wisst sicherlich, dass ich einen Haufen Jungbäume gepflanzt habe dieses Jahr. Das heißt, hier weiße ich gerade eine kleine Sauerkirsche und ich habe ja komplett meine ganzen kleinen Bäume, die ich in diesem Jahr gepflanzt habe, auch alle geweißt. Ich mache auch immer gerne einen Bissschutz um die jungen Bäume, ganz einfach, weil ganz oft meine Kaninchen ausbüchsen und ich einfach Bedenken habe, dass die an der Rinde rumknabbern, aber auch natürlich wilde Feldhasen oder auch Wühlmäuse. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Wühlmäuse auch sehr gerne unten an die Veredelungsstelle der Bäume gehen und die abnagen zum Beispiel. Und deswegen ist mir hier so ein Schutz wirklich sicherer und den mache ich dann auch gleich wieder drum.
Die Buschbäume, die jetzt schon im dritten oder vierten Jahr sogar stehen, wie zum Beispiel dieser hier, das ist der schöne aus Bad, ein ganz, ganz leckerer Sommerapfel, die möchte ich jetzt doch nochmal anbinden. Ich hatte die jetzt nicht mehr angebunden dieses Jahr und die sind doch durch den starken Wind, der immer von Westen kommt bei uns, die sind die ganz schön schief geworden und ich habe auch gemerkt, dass die Wurzel ziemlich locker ist. Deswegen habe ich die jetzt nochmal alle stabilisiert. Ich habe auch gelesen, dass man das auch wirklich machen soll. Das heißt, die Buschbäume, also das sind Bäume, die auf sehr schwach wachsenden Unterlagen veredelt sind, damit sie eben kleiner bleiben, die sollte man wirklich ihr ganzes Leben lang stabilisieren. Und das mache ich jetzt hier mit Hilfe eines alten Eisenstabes, den ich hier noch gefunden habe, und binde den Baum einfach nochmal an. Eine weitere Arbeit, die ich jetzt noch gemacht habe, sind hier die Beetränder sauber gemacht. Das heißt, solange kein Bodenfrost ist, mache ich das eigentlich sehr gerne, weil das ist eine Arbeit, für die habe ich einfach im Sommer über überhaupt keine Zeit. Und ihr seht schon hier rechts, so sieht die Grasnarbe aus. Also dieser Beetrand ist alles total eingewachsen und so arbeite ich mich halt jeden Tag, wenn kein Bodenfrost ist, ein Stückchen weiter vor und mache meine Beetkante sauber. Das habe ich im letzten Jahr auch nicht gemacht und deswegen ist das Gras hier wirklich sehr, sehr eingewachsen. Und ihr wisst ja, Gras ist so ziemlich der größte Feind der Kulturpflanzen, denn Gras macht alles oben relativ dicht und raubt Wasser und vor allen Dingen auch Nährstoffe den Pflanzen, den Kulturpflanzen, wie jetzt hier zum Beispiel den Heidelbeeren. Und ja, und so arbeite ich mich langsam vor und mache hier die Grasnarbe raus und das fliegt dann immer alles über den Zaun zu den Hühnern. Die haben dann immer gleich wieder ein bisschen Gras zu pickern. Und natürlich versuche ich, die großen Erdbatzen so gut es geht dabei zu entfernen. Ja, es tut mir leid, ich habe nicht immer die schönste Arbeitskleidung an. Also, ihr müsst das wirklich entschuldigen. Ich filme halt einfach immer mit, wenn ich eben im Garten bin und da vor mich hinwerkle und ich mache mich schon oft sehr, sehr dreckig. Also sorry dafür, aber so ist halt die Realität. Außerdem mache ich jetzt immer noch die Kaninchen sauber. Das heißt, vorne die Kaninchen, die habe ich alle letzte Woche ausgemistet und diese Woche sind halt hier hinten die Kaninchen dran. Ihr wisst ja, ich habe hier hinten noch Kaninchen, die in solchen transportablen Kaninchentraktoren sitzen. Das heißt, es sind einfach Ställe, die man halt immer auf dem Gras weiterziehen kann. Und so haben sie halt immer Zugang zu frischem Grün. Und auch jetzt fressen sie tatsächlich auch noch ziemlich viel von dem Gras ab. Und natürlich brauchen sie auch regelmäßig frisches Einstreu. Und natürlich reichlich Heu im Winter. Und ihr seht schon, hier hinten flitzt unser kleines Sternchen da hinten immer im Hintergrund rum. Flitzt immer wieder hoch und runter. Und ja. Und weiter geht's mit dem zweiten Stall. Hier sind zwei junge Kaninchen drin und ihr seht, von dem ersten Stall ist schon ordentlich Material zusammengekommen. Und da zeige ich euch dann auch gleich noch, was ich damit mache. Das kommt nämlich diesmal nicht auf den Misthaufen, sondern damit werden dann meine Feigen eingepackt. Das zeige ich euch im Anschluss noch, aber jetzt muss natürlich erstmal hier der nächste Stall sauber gemacht werden. Einmal alles raus und einmal alles neu rein. Thank you.
Das ist natürlich jetzt eine ganze, ganze Menge, was jetzt hier rausgekommen ist, aus zwei solchen kleinen Stellen, so eine riesige, riesige Schubkarre voll. Ja, und die geht jetzt direkt zu meinen Feigen. Und auch unsere winterhärteste Feige, die haben wir mal von einer Zuschauerin bekommen. Die haben wir jetzt nochmal umgepflanzt und die bekommt auch eine ganz, ganz dicke Schicht. Die hat irgendwie in letzter Zeit ein bisschen rumgemickert. Irgendwie hat ihr der Standort wohl nicht so gut gefallen. Deswegen habe ich die jetzt hier nochmal an unsere Laube gepflanzt. Mal gucken, ob es ihr hier besser gefällt. Und die bekommt auch hier so einen richtig schönen Winterschutz. Auch bei den Hühnern gab es frisches Einstreu, natürlich wieder meine Holzhackschnitzel. Die verwende ich sehr, sehr gerne jetzt im Winter. Das Stroh, das wird oft ziemlich klamm und feucht und die Hackschnitzel, die saugen wirklich den Kot der Tiere richtig gut auf. Und jetzt habe ich noch was Lustiges, denn unser Schwedisch-Isbar-Hühnchen, das ist ein Hühnchen aus dem Frühjahr, das habe ich im Frühjahr ausgebrütet aus Bruteiern und das ist jetzt schon legereif und das, ja, ist ganz schön witzig, denn es hat sich unseren Kaninchenstall ausgesucht zum Eierlegen und schlüpft schwupps über den Zaun und schwupps rein in den Stall und dort hat es dann seine Ruhe und kann schön im Heu sich da einkuscheln und gemütlich sein Ei legen. Ja, das ist eine ganz witzige Geschichte. Und dann gibt es lautes Gegacker. Ja, ich habe hier meine ganzen jungen Bäume geweißt und auch die kleinen Buschbäume, die ich jetzt schon vor 3, 4 Jahren gepflanzt habe. Genauso wie meine Halbstämme, Maulbeeren, Pfirsichbäume. Ich habe wirklich komplett fast alles geweißt, außer die älteren Bäume, die bei uns auf der Streuobstwiese sind. Die habe ich jetzt nicht geweißt. Das war mir jetzt doch zu viel und die haben ja auch echt einen riesigen Stammumfang. Deswegen habe ich jetzt es erstmal dabei belassen. Wer sich damit auskennt, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch die großen Bäume, die ausgewachsenen Bäume weißen würdet. Ansonsten, ja, möchte ich mich auch schon wieder verabschieden. Das war dieses Mal wirklich ein kurzes Video. Aber wie gesagt, schaut gern nochmal in den Garten-YouTuber Adventskalender rein. Da ist auch von mir ein Video online gegangen und zwar gestern am Samstag. Und jetzt sage ich erstmal Tschüss. Ich wünsche euch einen schönen dritten Advent. Weihnachten rückt immer näher. Ja, das ist das Fest der Herzen. Und in dem Sinne, öffnet eure Herzen wieder füreinander. Das wäre ein ganz, ganz, ganz großer Wunsch von mir. Und in dem Sinne sage ich jetzt erstmal Tschüss und bis später.